So. Müssen wir später machen, weil den ersten Termin haben wir verkackt. Da waren wir zu spät online. Aber wir üben ein bisschen online. Zusammen mit dem Relax Mambo. Dann quasi den Termin für 19:20 Uhr. Fangen wir dann an. Wer ist denn L-Bomber? Mamba hat die Lobby öffentlich gemacht. Anders. Na gut, ist auch egal. Richtige Auto habe ich. Und der hat das verboten. Dann fahren wir mit. Dann einfach was einfahren. Viele Leute kommen jetzt in den Raum rein, ist ja krass. Ist ja nur eine Trainingsrunde. Hier den Punkt für die Schikane zu sehen, ne? Das ist natürlich immer so eine Sache. Ob ich den hier irgendwie finde. Wo fängt die Schikane? Da ist sie. Ja. Oh. Oh. Das klappt besser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, zu spät. Ich glaube, hat früher begonnen, als ich dachte. Ja, die Strecke ist noch nicht
kenne sie noch nicht so gut. So. Bist du schon gut unterwegs? Ich bin unterwegs, ja. Ich fahre gleich auf die erste schnelle Runde. Du bist da am Startziel, richtig? Ja, mir ist eine Schikane. Einen Ausritt hatte ich schon gehabt, Kali. Ich habe gerade in die Wand reingeschossen. Bin die Strecke noch nicht so oft gefahren. Ich kenne die ein bisschen aus dem Fernsehen, wegen dem 24-Stunden-Rennen halt, aber so oft gefahren bin ich so gut wie nie. Gibt Gummis in Pariser. Ich habe schon gesehen, hier springen die Leute rein raus, ey. Unglaublich. Nächstes Fahrzeug wird der Lamborghini Huracan. Weil Stitch hat sich das mal bei mir angeschaut, warum mein Reifenverschleiß so gut ist. Und ich habe gerne meinen Fuß immer noch ein bisschen auf dem Gaspedal, und das tut ja natürlich den Reifen nicht gut. Normalerweise sollte ich lieber komplett auslaufen lassen. Wo meinst du, beim Bremsen oder wo meinst du? Ja. Okay. Wenn du so bremst und dann um die Kurve gehst, normalerweise auslaufen lassen vom Gas runter, aber ich gehe gerne noch ein bisschen aufs Gas. Und bei dem Lamborghini ist es aber so, das tut dem gut, wenn du ein bisschen auf dem Gas bist. Deswegen, ich glaube, das müsste ich echt mal machen. Apropos Lamborghini, denk dran, ich glaube, ja, im Juni ist DTM-Event, ne? Bei uns in der Liga? Ja, habe ich extra organisiert. Aha. Warte, war das gegen die andere Liga, oder? Mhm. Ich wollte ja eigentlich was gegen die französische Liga organisieren. Blöderweise ist es so, der mit dem ich geschrieben habe, der ist ausgetreten und wollte mir nicht mehr helfen. Ja, und ich hatte keine andere Möglichkeit mehr, irgendwie die Liga zu kontaktieren. So doof. Ja, weil keiner drauf reagiert hat. Jetzt machen wir das innerhalb der Liga, oder? Mit Frankreich, das war ja eigentlich ein geplanter Ligakampf, den ich ja machen wollte. Kann ja nicht stattfinden. Muss ich halt weiter Ausschau halten, weil das ist so. Ach, du suchst eine andere Liga. Aber das jetzt mit der DTM-Event ist einfach so. Habe ich gesagt, da im Juni in Monza, das dann anfängt, das Event, das erste Rennwochenende von der DTM. Habe ich gesagt, parallel dazu machen wir am Freitag, damit man sich darauf einsteigen kann, ein bisschen in Hype kommt vielleicht, wer darauf Bock hat, dass am Freitag so ein Rennen gefahren wird in der DTM, bei uns in der Liga. Das ist dann eine richtige Liga oder ist das jetzt so ein einzelnes Eventrennen? Das ist ein einzelnes Eventrennen. Da fährt ja Mercedes, Audi, BMW, Ferrari,
McLaren und Lamborghini. Ich muss irgendwie jetzt noch 3/10 verlieren. Der Schikane hier. Verlier mal. Zum Beispiel die andere Runde natürlich auch schon kaputt. Aber egal. Ja, ich muss mir das mal genau durchlesen, ob da. Aber wenn du sagst muss Juni, dann, halt dann ist da noch ein bisschen. Ja, ist halt noch ein kleines bisschen Zeit. Aber ich muss es halt ja früh genug einschreiben. Ja, klar. Cool. Sonst heißt es, das hat viel zu kurzfristig gemacht. Ich will es aber halt noch nicht reinstellen wegen dem Wings for Life Event. Ja, das wäre jetzt schon am Wochenende. Ja, nach dem Wings for Life Event stelle ich dann das mit dem DTM Event ein. Achso. Meinst du, sonst kommt da keine Aufmerksamkeit hin oder was? Genau. Ich traue es halt echt den Leuten aus der Liga bei uns zu. Die sagen dann, oh, guck mal, da ist DTM, dann brauche ich ja Wings for Life nicht mehr. Ich finde, Wings for Life ist jetzt ein bisschen wichtiger. Ich fand das letzte Jahr fand ich Wings for Life super lustig. Da auf Spa, das war göttlich. Nein! No! Ich jetzt Kies, ich jetzt Kies, oh Gott. Ich will den Kies. Da ja eigentlich die mittleren Reifen gut halten. Ja. Date ich sogar. Also wenn ich von hinten starte, glaube ich, würde ich die harten Reifen nehmen, dass ich gegen Ende die mittleren Reifen nehmen kann. Ich glaube, die kann ich sogar für 4 Runden finden. Wenn nicht sogar für 5 Runden. Ja, ich fahre jetzt einfach mal auf den Mittler und gucke, wie lange ich damit jetzt auskomme. Wird ja dann ein Stop-Rennen bei 7 Runden. Ja. Mit einem Pflichtboxen-Stop. Gibt es eigentlich im GT Sport jetzt so richtig gut organisierte 24-Stunden-Rennen? Privat, ja. Aber ich verstehe so das Konzept gar nicht so ganz. Also ich bin da kein Fan von. Es gibt ja bestimmt auf jeden Fall Spiele, die dafür besser geeignet sind. Also denke ich mal. Also PS4
24-Stunden-Rennen ist eh so eine Sache. Also bei Formel 1 ist es so, da kenne ich das, wie das stetig organisiert wird. So 6 Stunden, 24 Stunden. Formel 1? Sowas, ja. Da wird alle 2 Stunden, also quasi jedes Mal 100% Rennen, wird da gefahren. Und genau, dann wird das nächste Rennen, geht das nächste Rennen. So. Ich dachte jetzt halt an ein richtiges 24-Stunden-Rennen, weißt du. Ja. Kann man ja auch einstellen. Also, und online ja, dann, dass man quasi sich zu viert zusammentut. Oder so. Dann für ein Team zusammen fährt. Sowas gibt es jetzt halt leider nicht. ACC wäre halt auch so theoretisch die Möglichkeit gewesen, aber geht nicht. Aber ich meine, ich habe mal was gehört, es sind so Leute dabei, das zu testen, wo sie meinen, es geht doch. Dass man quasi so wie auf dem PC diesen Fahrerwechsel macht. Weil auf dem PC kann ich glaube ich 60, 70 Leute oder sowas fahren lassen gleichzeitig. Und dann kannst du nochmal jemanden dahinter setzen, der dann drauf wartet. Und wenn du dann in die Box fährst und dann wechselst, dann hat der Kollege, der auch drauf gewartet hat, der kann dann weiterfahren. Sowas weiß ich. Es geht auf dem PC. Bei PS4 soll es Gerüchte geben, das soll auch irgendwie funktionieren. Aber keine Ahnung, geht Sport, ja, das ist halt dann so. Das ist das falsche Spiel. Da wird jedes Mal, eine neue Lobby quasi aufgemacht. Und das wird dann über Zeitfahren gemacht. Schlicht und ergreifend. Nee, dann hätte ich schon gedacht, ich im Online-Modus oder so. Ja, vielleicht muss ich mir mal. Bei GitHub machen die das dann nämlich so. Wenn du jetzt im Rennen eine Minute vor dem anderen ins Ziel quasi ankommst und die neue Lobby wird erstellt, dann muss derjenige, der hinter dir ja angekommen ist, der muss ja dann eine Minute warten, bis er dann losfahren kann. So ist es, ja. Aber dann fährt ja auch jeder für sich einzeln, oder? Quasi, ja. Das ist total langweilig. Also wenn du einen guten PC hast und du ACC hast, dann kannst du dich ja mit Zahnfee oder so in Verbindung setzen. Die haben da auch so Events. Na, das Ding ist, den PC hätte ich. Das Problem ist halt nur, ich habe halt hier alles an der PS4 angeschlossen, was so Rennsitz und so angeht. Dann müsste ich halt irgendwie den PC vom Schreibtisch irgendwie eine PS4 rankriegen. Und das irgendwie umstecken alles. Da habe ich noch keinen Masterplan für. Das Interesse wäre auf jeden Fall mal da, ACC auszuprobieren. Weil so ein richtig langes Stunden-Event mit mehreren Leuten würde mich auf jeden Fall schon mal reizen. Ja, Muster hatte ich halt nur mit Zahnfee. Oder mit Bumblebee Rider, weil die haben da eher Ahnung, wo was geht. Ja, das sind natürlich dann auch wieder Spiele, Assetto Corsa und so, ne? Die sind natürlich vom Setup her wesentlich komplizierter. Vom Setup ausgehen. Da habe ich natürlich so gut wie gar keine Ahnung. Ja, aber dafür hast du ja Leute, die dir dann helfen. Die werden auch vielleicht dann, wenn du jetzt Kollegen hast, die sich da auskennen, die machen ja dann mit dir quasi das Setup, ob du damit klarkommst oder nicht, oder wie das am besten so ist. Und wenn ihr dann alle damit gemeinsam klarkommt, dann wird das so eingestellt und daran kannst du ja halt dann am Ende nichts mehr ändern. Dass ich der Mann eine halbe Sekunde Strafe kriege, wo fahre ich denn da drüber, wo ich nicht lang darf? Immer dieselbe Kurve.
Wobei ich glaube, ich fahre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das wird so eine Last-Minute-Entscheidung, glaube ich. Ich werde, glaube ich, am Anfang doch vielleicht Mittel fahren. Und dann zu entscheiden zu können, wann ich auf Hard umstelle. Ob ich in der vorletzten Runde oder in der letzten Runde gehe. Also ich denke mal, der Sprit wird dir vor dem Reifen ausgehen. Also auf jeden Fall. Das ist nur die Frage, wie viele Runden hält der Sprit? Der Sprit, der hält definitiv. Der hält für das ganze Rennen. Echt? Ja, bin ich mir sicher. Also bei mir definitiv. Ich habe jetzt noch die Hälfte. Ich glaube, jetzt, das ist jetzt die fünfte Runde, die ich fahre. Ja, siehst du, 7 Runden. Reichskoffer. Die Reifen, die mittleren Reifen, halten auch richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Du fährst ja auch fast nur gerade Strecke, ne? Ich denke mal hinten diese Schikanen sind das einzige, was den Vorderreifen so ein bisschen auf Temperatur hochbringt. Sache ist ja halt, die mittleren Reifen, die sind ja logischerweise schneller. Wenn du aber einen vollen Tank hast, machst du die auch kaputt. Wenn du aber weniger Sprit im Tank hast, dann sind die auch halt richtig gut. Das ist so. Ich muss gleich mal eine Runde mit den harten Reifen fahren. Ich glaube, ich bin noch nie eine Runde mit denen gefahren. Mit den harten bist du 1 bis 2 Sekunden langsamer. Ja. Jetzt schon 2,2 Sekunden langsamer als du. Jetzt mal hier ein bisschen. Oh Gott. Das war zu spät. Ist super schwer, diese Schikanen zu sehen. Ich sehe das kaum, wo die anfangen. Dann gehst du vor auf die Bremse und dann stell ich erstmal das Auto quer. Du müsstest doch eigentlich, glaube ich, unten bei deiner Leiste, wo ja die kmh-Anzahl und die Gänge angezeigt werden. Ja. Da müsst ihr eigentlich vor der Kurve sowas Rotes aufploppen. Jedes Wirklich? Mal. Wo ploppt denn da was Rotes auf? Rechts neben deinem Gang sollte rot nochmal so eine Zahl auf. Der empfohlene Gang. Ja, empfohlener Gang, ja. Genau. Und dann, wenn es anfängt zu blinken, dann weißt du definitiv, da solltest du bremsen. Aha. Okay. Und wenn du weißt, wo und kannst, also wenn du weißt, wo du später bremsen kannst, dann kannst du das auch so machen.
Weil ich nutze das auch gerne, okay, der sagt blinky blinky, brems, brems, brems. Dann bleibe ich noch ein bisschen auf dem Gas und dann gehe ich auf die Bremse. Ich muss aber halt wissen, wo und auf welcher Strecke und alles. Ich blink da schon, aber ich muss mir ein bisschen reinrollen. Lol, halbe Sekunde, was? Ist immer interessant zu wissen. So, gucken wir uns mal die Box an. Wir haben alle keinen Bock mehr. Ho, hier geht's hier links. Okay. Ich muss mal kurz was abklären. Ich glaube, ich kann damit echt 6 Runden durchziehen. Ich will aber halt natürlich auch nichts überstürzen. 5 oder 6 Runden. So, ja, ich wechsle mal auf den Hafen rein. Machen die Karre mal voll. Oh mein Gott! Ich hab mich einfach recht verdreht, Alter. Na los. Okay. Ist interessant. Alter, ich komme aus der Box raus, die erste links, rechts, dann hab ich direkt gedreht. Ich bremse jetzt mal genau da, wo er anfängt zu blinken. Mal gucken, wo ich auskomme. Ist ja viel zu früh. Habe ich ja locker noch 10 Meter. Gucke ich das selber mal hier aus. Bisschen früh alles, ne? Also ich könnte auf jeden Fall deutlich später bremsen. Das ist zumindest ein guter Indikator dafür, und da kommt gleich die Kurve, aber
als Bremspunkt. Und die Kurve hier, die habe ich auch noch nicht so ganz im Griff. Ich mal gucken, wie ich hier am besten nehme. Gerade langweilst du dich auf der Geraden. Boah, das ist nicht so. Oh. Hey, ich fahre noch keine Gruppe 4. Ich werde auch für Dienstag nicht so viel trainieren. Ich weiß, ich bin K.O. Du bist K.O. Le Mans ist jetzt keine Strecke, die mich so flasht. Nicht wirklich. Weil, ne? Wenn ich dann die ganze Zeit dranhänge und ich hab dann immer was zu tun und dann Pause und dann was zu tun und dann wieder Pause. Kann nicht mehr. Ich bin mich auf der Geraden, bin ich mich die ganze Zeit voll auf den Bremspunkt und am Konzentrieren. Dass ich ihn bloß nicht verkacke. Wir haben echt scheiße Grip, ne? Ich glaube, ich werde aber am Start die Mediums nehmen. Ich will mal zumindest ein bisschen mithalten. Ich weiß ja gar nicht, wie schnell die anderen sind. Ich glaube, die fahren mir eh alle weg. Vielleicht ein bisschen Zweikampf ab. Damit ich direkt von Anfang an so 30 Sekunden zurück bin. Hä, wo habe ich da eine halbe Sekunde? Jedes Mal dieser Schikane. Das gibt's doch nicht. Wo fahre ich denn da drüber? Oder fahre ich die Schikane komplett falsch? Ich fahre jedenfalls das Streckenlayout. Jetzt kommt wieder die Scheißkurve. Bremsen! Ja, jetzt habe ich sie nicht drauf.
ist immer scheiße, wenn du die Kurve für dich normal fährst, aber die Strafe sich abbaut, dann weißt du, du machst irgendwas falsch. Fährst du eigentlich auch die ganzen Schikanen in dem letzten Teil, alle im vierten Gang? Ich glaube. Okay, ich schalte da eigentlich die dritte gar nicht. Ich glaube, ich schalte einfach nur den vierten Gang rein und dann fahre ich die Schikane durch. Ich glaube, ich mache das so. Ich ziehe zwei Runden mit den harten durch, dann wechsle ich auf die Mediums. Aha. Ich glaube, ich mache das umgedreht. Ich starte mit den Mediums und fahre erst kurz vor Schluss mit den harten. Es gibt halt einen Vorteil und einen Nachteil. Weil wenn du halt mit den anderen kämpfst, im Windschatten, kannst du kriegst du halt natürlich einen Überschuss. Das hält dich aber auch auf. Das hält dich aber auch auf, das Kämpfen. Ja. So, wo fahre ich hier, wo ich nicht fahren darf? Ich fahre jetzt nur hinter den Curbs. Das kann ich ja nichts falsch gemacht haben. Ich habe nicht meinen Curb berührt. Oder keine Strafe. Ich brauche 3 Zehntel langsam. Anmeldung 19:10 Uhr, hatte ich gesagt. 19:20 Uhr, aber Anmeldung 19:10 Uhr. Nochmal knapp 15 Minuten. Ne, stimmt gar nicht. Ich habe Blödsinn, 25 Minuten. Okay, die Kurve. Ich muss früher bremsen nach dem Rechtsknopf. Soll ich vielleicht in so ein Trainingsrennen starten? Training. Ja, warte, dann lass mich kurz vorher nochmal aufs Klo gehen. Ich fahr mal kurz die Box rein. 4, 8, 12, 16. Quatsch. 7 mal 4. 7 mal 4 ist 28. 28. Echt das noch? Ja. Ja, können ja auch, keine Ahnung, 4 Runden nur sein oder so. Aber ich fahre die Runde gerade zu Ende, gehen auch kurz aufs Klo und dann können wir starten. Ist hier noch jemand in der Lobby oder nur wir zwei? Das ist auch so ein Liga-Kollege. Ganz schöner Linksknick.
Und dann ist schon eine Wand. Das Schöne ist, kannst du auch nicht so rennballern, das musst du selbstständig machen. Ja, das habe ich beim ersten Mal auch gemerkt. So, ich bin mal kurz weg. Ja. NCR Kali kenne ich aber auch irgendwo her. Oder NRC Kali, sagt mir irgendwas. Sind die auch mal Formel 1 gefahren? So, von mir aus kannst du starten. Ja, so. Ich park hier mal so. Ich werde mal keinen hier stören, hoffe ich. Auf der Straße fahren, das war so ein. Auf der Straße parken ist so eine Sache, aber. Oh, warte mal, mit stehenden Start? Ja. Okay. Gut zu wissen. Ich weiß aber nicht, ob es auch bei den Manufacturers so ist, was das ist. Ob es mit stehendem Start oder fliegendem Start ist, ich weiß es nicht. Achso, ich dachte gerade. Natürlich wieder Benzer 1 und 2er Reihe. Ja, muss so. Hä, wieso starte ich eigentlich auf Pole? Weil ich in der Box war. Das ist wahrscheinlich eh jetzt hier zu früh. Na, pass. Ich dachte, der kommt jetzt direkt von hinten angeschossen. Hä? 50? Ich hab echt meine Strafe gekriegt. Gerade wird natürlich jetzt scheiße, falls wir runter, ne? Das ist natürlich jetzt immer so. Oh, fuck me. Muss mich mal auf meinen Bremspunkt konzentrieren. Den ich nicht hab. Oh. Das ist ein richtiges Windschattenbattle hier, ey.
Es ist auch so richtig stumpf. Problem ist, jetzt habe ich einen vor mir und ich sehe im schlimmsten Fall den Eingang der Kurve nicht. Und ich weiß auch nicht, wann er bremst. Boah, kommt der quer, holy shit. AMG hat hier echt Power, ne? Ich glaub's ja nicht. Das ist ja wieder ein Windschatten, der ist doch scheiße. Soll ich in 24 Stunden rennen und nicht aushalten? Nee. Markenkollegen, wir müssen uns ein bisschen unterstützen. Vielleicht noch einer mit dem Dope, den haben wir aber abgehängt, oder ist der hinter dir? Weiß ich nicht. Boah, ich bremse fast genauso spät wie er. Wieso bremst du denn so spät? Alter, wie schnell kommst du hier aus diesen Kurven durch? Hängt der hinter mir. Der Sack. Ich hab halt diesmal richtig schön auslaufen lassen. Gibst du auch Gas, oder? Ich? Warum? Ich schleiche mich halt einfach nur so an dir ran. Ja, sorry. Ich wollte eigentlich in die Box gehen. Egal. So richtig voran komme ich ja auch nicht. Lustig werden mit uns drei auf der Geraden. Hä, 5 Zehntel langsamer. Wo bin ich denn? Weißt du, wo ich jetzt abgekürzt habe? Wahrscheinlich innen, ne? Rechts bist du drüber, ja, aber ich war weit zu links drüber. Das kommt hier echt auf den Millimeter. Oh, ist hobbelig! Scheiße! Ich hab lieber mal ein bisschen zurückgezogen. Yo! Hä? Jetzt bin ich durchgefahren! What the fuck? Ja, du warst geghostet wegen der Zeitstrafe. Das wären auf jeden Fall geile. Also im Liga-Rennen auf jeden Fall geile Shots. Oh, das! Vorbeigekommen ist jetzt aber auch nicht. Ich hab aber Windschatten, hehe, Edge, das hätte jetzt nicht machen dürfen. Oh, ich bin auf der Bremse! Oh, ich hab die Kurve gekriegt.
Aber ich habe, glaube ich, das erste Mal diese Kurve vernünftig bekommen. Wird aber eng beim Sprit. Ah, ich habe aus Versehen 50% angemacht. Wer ist unter der Hälfte? Ja, ich habe aus Versehen 50% angemacht. Sorry. Ich habe das vergessen auszustellen. Was heißt denn 50%? Jetzt habe ich 5. Achso, dass wir mit 50% starten, oder was? Ja. Leute, wie weit fahrt ihr denn nach rechts raus? Kann man das? Oder war das jetzt schon? Ui. Nein! Warte, wo bist du hin? Ich bin in die Box. Ach, du bist in die Box. Ja, voll. Ach, du warst auf den harten? Mhm. Jetzt auf den Medien. Den harten dann auch noch mithalten kommt. Scheiße. Na komm. Na komm. Vielleicht müssen wir uns irgendwie mit Windschatten pushen. Damit ich bloß nicht mehr rankomme. Genau. Ja, theoretisch ist das auch möglich. Wir müssen jetzt die ganze Zeit fast vorne pushen. Und ich werde jetzt auch nicht anhalten wegen ihm, weil er ist gerade ziemlich weit weg. Lange gerade gibt auf jeden Fall Zeit zum technischen Überlegen. Was man jetzt. Das ist das einzige Gute. Ganz gut über deine Strategie nachdenken. Solange du jetzt nicht am Kämpfen bist. Ja. Das stimmt natürlich. Weil ich kenne das aus eigener Erfahrung, da denkst du, okay, wie mache ich das jetzt? Und auf einmal gerade vorbei. Ja. Würde ich mir zutrauen. Auf jeden Fall kann ich empfehlen fürs Hauptrennen Sprit sparen. Wenn du im Windschatten bist, bleib lieber dahinter und. Ich dachte, Sprit wird kein Problem. Nee, ich meine im Liga-Rennen. Also. Setz dich lieber hinter jemanden im Windschatten und stell dann Kraftstoffmischung auf 2 oder 3. Und wenn der halt wieder ein bisschen abhaut, dann stellst du wieder ein bisschen höher. So. Das bringt so viel, wenn man eine Stufe runter geht. Ja. Wenn du das durchgehend machst, dann hilft das echt was. Das sind nämlich, ich meine, in der Box vielleicht sind es. Das sind ein paar Liter oder ein paar halbe Liter. Oh, alles Sekunden. Das sind aber Sekunden, die dir dann in der Box holen. Ja. In jedem Liter, der sich in die Box mitbringe. Klar. Also ich stelle dann halt so auf 3, 4 und wenn er mir abhaut, dann stelle ich wieder ein bisschen höher und wenn ich wieder rankomme, dann stelle ich wieder runter. Wenn du die ganze Zeit alleine fährst? Dann bleibe ich auf 1. Und quasi wenn du hinter jemanden bist, den du sowieso nicht unbedingt überholen musst. Weil die anderen machen sich ja dann den Sprit, die verbrauchen. Naja, die fahren auf 1. Ja, verstehe ich. Und der, wo vor dir ist, quasi, der muss auch auf 1 fahren,
wenn der jetzt nicht irgendwie auch versucht, Sprit zu sparen, gibt's auch manche Leute, die nutzen diesen Trick. Das hat Skippy mal mit mir gemacht in der ersten Markenpokalsaison. Achso, der wusste, dass du runterstellst und hat dann auch runtergestellt. Okay. Ich hab runtergestellt und ich wusste aber nicht, dass er es auch gemacht hat. Ja, hat der mich halt richtig hops gemacht. Also jetzt heute brauchst du es nicht machen, weil es Sprit reicht definitiv. Mein Undercut hat sich gegen Kelly gelohnt. Den hast du? Ja. Scheiße, der war direkt hinter mir. Bist du jetzt doch am überlegen, ob du das nicht gleich im Rennen auch so machst? Nö, das tut's nicht. Eigentlich. Mit dem Plan, den ich jetzt hatte, war ich eigentlich zufrieden. Ja, die ganze Zeit alleine rumfahren, so dann würde ich. Das ist auch so eine Sache. Ich meine, klar, von dem. Das kann dir. Wenn du dich aus dem Schlamassel raushältst, kann dir das schon helfen, aber. Bleibe ich eigentlich in der Box stehen? 30 Sekunden. Ne? Ich glaube, es dauert wieder so 25 Sekunden, bis du überhaupt dein Auto siehst. Ja. Oh, ich bin hier gerade ein Strafensammler. Der Pollack ist der Pollack. Darf ich gleich mal ausrechnen? Wenn am Dienstag dann aussehen würde. Ich glaube, das wären zwei Boxenstops vielleicht oder drei. Ist das nicht? Aber halt nur wegen dem Sprit, ne? Ich denke mal, vom weichen Reifen würdest du auch durchkommen im Sprit. In der vollen Lage. Ja. Könnte ich mir das vorstellen. Wenn ich das jetzt so sehe, vier Runden. Mit Logo ist ja gar nichts. Ich bin angekratzt. Ich fahre einfach zwei Medium-Stints. Ach scheiße, ich muss ja Soft fahren. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Wir haben noch 10 Minuten. Ja, wir müssen das nicht zu Ende fahren. Ich glaube, wir gehen nächste Runde dann raus. Wir müssen es nicht zu Ende fahren. Ich war jetzt nur zum Üben. Wäre doch geil, wenn du selbstständig in der Box fahren könntest. Oh ja. Also in ACC kannst du es definitiv machen, selbstständig in der Box. Tschüss.
bekommen. Ich baue sogar noch meine Strafe ab, die ich da gesammelt habe. Das war jetzt echt nicht gerade wenig. Du hast jetzt extra Strafen gesammelt, damit du vor mir rauskommst, oder? Nee. Ich hab die jetzt gerade extra abgesetzt, ne? Damit du vielleicht oh, fuck. Eine Chance hast. Oh fuck, ich hab keine Chance. Oh, ich bleib voll auf dem Gas. Auf dem Gas. Oh. Der Körper hebelt mich aus. Ja gut, von mir aus kommen wir. Mir egal, wir können es zu Ende fahren, aber das sind dann. Die Runde können wir noch zu Ende fahren. Das wird extra langsam. Ja. Komisch aus. Drag Race. Wäre gleich so lustig, wenn wir zusammen fahren würden. Okay, lass ihn doch wieder. LOL. Bevor wir zu spät kommen. Bin ich ja mal gespannt. Ach, nicht Lobby. Oh, scheiße. Nein, nicht tägliches Training, ich will doch nur. LOL, VW-Bus. Gib mir den VW-Bus! Na, no, blöder Lambo. Aventador. Wollen wir gleichzeitig teilnehmen? So tun wir ja eh. So, denn ich dachte, es macht einen Unterschied, ob wir Beitritt möglich.
Eventteilnahme, freies Eventteilnahme. Ne? Kann ich die Lackierung auswählen? Müsstest du jetzt noch schnell machen. Wo mach ich das dann? So wie ganz normal. Du gehst auf Home, auf Fahrzeuglackierung, Ding da ändern. Und ja, hä? Musst aber halt das Fahrzeug ausgewählt haben, ne? Das ist klar. Ich habe ja mein Fahrzeug ausgewählt, den AMG. Wenn ich jetzt Rennbeitritt mache, zeigt er mir den klassischen an. Ja, genau. Du musst jetzt auf ins Home-Ding gehen und da musst du es doch wechseln. Jetzt ins Home-Ding gehen. Home? Ja, bin ich. Und dann Fahrzeuglackierung ändern. Aber ich habe die ja ausgewählt, die ich fahren will. Fährst du jetzt gerade mit diesem, also hast du jetzt gerade dieses Leihwagen schon ausgewählt? Nein, ich bin jetzt im Home. Nee, dann solltest du... Ja, wechsel mal zu dem Leihwagen, den du bekommen hast. In der Garage? Ja. Okay, hab ich. Jetzt habe ich in der Garage den Standard-Leihwagen stehen. Genau, den wechselst du jetzt, den benutzt du? Den benutze ich ja. Gut. Dann musst du das halt da ändern und wenn es halt schon ist, dann ja, dann wird es halt einfach nur so angezeigt. Achso, ich will das nicht mal anzeigen. Renteinnahme. Zeigt er mir immer noch den Standort an. Ja, egal, der. Warte, ich wähle den einen aus, den ich fahren will. Muss mich jetzt so langsam beeilen. Hä? Ist der weg? Okay, geil, ich glaube, ich habe den weggemacht. Oder? Meine Sammlung vielleicht? Hä, wo ist der jetzt hin? Ach hier, hä? Hä, was machst denn du? Da passieren komische Dinge, warte. Okay, ich habe mein Auto wieder gefunden. Ich kenne mich noch nicht so mit KT-Sport aus. Jetzt fange ich hier an, komische Dinge zu verstellen. Übertragen. So, ich tue es jetzt auch mal machen. So, ich werde schnell in die Lobby rein. Bevor es zu spät ist. Eventteilnahme, das Auto. Okay. Fuck. So, ich bin drin. Gut. Es lädt bei mir. Series GR3. 2 Minuten 15 hast du. Nee. Manns. Boah, jetzt bin ich nervös. Wie lange geht das Qualifying? Das Qualifying geht, glaube ich, 10 Minuten. Also. Also sind das ja auch nur 2 Runden. Oder kann ich die Runde fertig fahren in dem Modell? Ja. Da habe ich auch automatisch vollen Tank. Da hast du vollen Tank, ja. Okay. Thank you.
Okay, ich glaube, wir sind nicht zusammen. Ich glaube das auch nicht, aber dafür müssten halt, wie gesagt, die Ränge Aber ziemlich nah beieinander sein. welchen Rang geht es denn? Ich bin Rang C mit S-Sportsgeistwertung. Dieses SW? SW ist Sportsgeist, ja, SS. Dann bin ich bei B. Und FW ist C. Und ich habe alles mit C hier. Sehe jetzt gut oder schlecht? Boah, musst halt gucken, Ich dass frage du nicht anders. in. Ist B höher oder niedriger als C? Das ist quasi so nach den amerikanischen Noten. A ist 1. Also, ey, dann bin ich F. höher wie du? Nee, D ist schlechter. Ich bin B. Ach, B? Ja, dann bist du höher als ich. Wie konnte das denn passieren? So, was kann ich denn jetzt hier machen? Das sieht ja Du hier. wartest jetzt und dann. Also, bei mir ist jetzt halt noch die Tabelle. Aktionskontrolle auf 3, wollt ihr mich. Renn Genau, mittellich. Warm-up. Da kannst du jetzt nochmal dich Möchte rennen warm fahren mittel. hier. Und dann gibt es das Qualifying für 6 Minuten. Das heißt, eine Ja, das Warm-up geht Aufwärmrunde nur und 1 eine Minute Hotlap-Runde. 20. Qualifying 6 Minuten. Ja, du hast eine Hotlap. Ja, soll ich jetzt rausfahren? Lohnt sich ja gar nicht. Na, das ist jetzt so Warm-up. Musst nicht machen. Ich guck mal, was. Ich guck mal, was auf der Straße so los ist. Ach du Scheiße. Wie viele sind hier drin? Also ich krieg für den ersten Platz 43 Minuten. 43, ist das viel? Ja, schon. Ich hab keine Ahnung. Warm-up endet in 50 Sekunden. Bei mir ist es noch 1 Minute. Wie voll kann so eine Lobby sein? 20 Leute halt. Ach so. Okay, ich glaube, die haben wir. Scheiße. 20 Leute. Ich bin noch nie mit 20 Leuten gefahren. Der Aston Martin hat gute Karten. Was hat hier noch gute Karten? Sag bitte Mercedes. Mercedes habe ich tatsächlich mal kein. Weiß es Das tatsächlich auch nicht. überrascht mich. Ich habe jetzt auf Anhieb auch keinen gesehen, aber ich. Audi ist gedrosselt worden. Der hat nicht mehr so Okay, gute Warm-up ist Karten. abgeschlossen. BMW hat gute Karten. Qualifying gestartet in Kürze. Und ich mit meinem Lexus. Es Hätte ich kann denn? sich nur gut ausgehen lassen. Ja, ich Der bin. Nissan hat vielleicht noch gute Karten. Renault? Ansonsten? Ich will nicht der Erste sein, der rausfährt. Obwohl, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Weiß die Waffen alle. Wenn du einen guten Abstand hast, ist gut, aber ansonsten. Ich habe ja. Das Ding ist, ich schaffe eh nur eine Runde. Ich lasse die erstmal fahren. Ja, ich fahr halt raus und chill mal so ein bisschen. Können wir zumindest auf die Straße umherkommen. Hallo, ich will auch fahren. Ist der 15. auf der Strecke. Ich räume mich nicht ab. Oh Gott, ich räume mich hier selber ab. Mir ist eigentlich scheißegal, wo ich jetzt starte. Das sind bestimmt die übelsten Pros hier. Ich, der Noob. Ich stecke hier mittendrin. Guck mal, wie der hinter mir sich die Reifen professionell aufwärmt. Und mit Lichthupe mir schon auf den Sack geht. Und einer steckt gerade in der Wand drin, geil. Mit deinem scheiß Jaguar, geh mir nicht auf den Sack. Fahr halt vorbei. Jaguar hat auch gute Karten. Mercedes, eigentlich solltest du auch gute Karten haben. Hat man ja eigentlich gesehen. Und die räumen sich da vorne schon von der Strecke. Oh Gott, was ist hier los? In der Schikane stehen sie. Gab schon das ein oder andere Techtelmech, was ist hier los? Was ist das für gelbe Markierung?
Das sind die Bremspunkte. Wenn du jetzt eine Strafe hast, dann wirst du dazu gezwungen. Also du kannst sie nicht selbstständig absetzen. Okay. Das ist interessant. Wäre ich quasi beim Beschleunigen ausgebremst. Genau. Wenn Alter, du halt eine halbe Range. Sekunde hast, ist nicht schlimm, dann kannst du in dem Gang bleiben. Aber wenn du jetzt eine Sekunde oder länger hast, dann solltest du... Ich habe meistens immer eine halbe Sekunde. Ja, vor allem aus der, nicht unterschalten. Vor allem aus der Schikane da raus. Alter, was ist denn hier los, ey? Hier ist halt... Tohubabu. Also ich habe vor mir ein paar Leute hinter mir... Hier ist alles in einem Knäuel. Wir sind jetzt alle in der Rechtskurve nach den zwei langen Geraden. Aber das sind halt alle. Außer so ein paar vereinzelte Kinder. Boah, ganz scheiße. Schön. Scheiße. Ui. Alter, ich stehe. Ich fahr mal Slalom hier also vorbeilassen. Ich fahr mal ein bisschen an den vorbei. Das wird ja gleich geil mit Abstand halten. Wenn jeder seinen Abstand da haben will. Kann ja nun die Hose gehen. Okay, das ist so smart, hinter einem zu sein für die langen Geraden. Dass du den quasi auf der Geraden beholst. Blaue Flagge? Hä? Ja, das wird ja so manchmal. Das halte ich für einen Mythos. Hinter mir einer geradeaus gegangen. Wie von einem Rückspiegel, ja, komm, so. Dich mit deinem Z4 hier. Wow. Geh mit deinem Peugeot vorbei. Auf. So, wir sind jetzt alle in den S-Kurven. Wirklich alle. Jetzt fangen sie schon an, langsam zu fahren. Ein paar stehen im Kies. Das ist nicht cool. Zwei Audis vor mir, glaube ich. Ja. Jetzt fängt das Abstand halten an. Ah, der eine quetscht sich noch vorbei. Ich quetsche euch nicht alle vorbei. Nice. Der eine will Windschatten von mir, das sehe ich doch schon. Ja, hör auf mit deiner scheiß Lichthupe, geh mich um den Sack. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Runde. Wenn du deinem Weg stehst, bist du selber schuld. Bist du rausgedrückt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Formel 1 Blitzquali. Hauptsache eine Runde haben. Alter, da halte ich jetzt schon die ganze Zeit Abstand und dann geiern die sich hier zu viert auf, ne? Ja, ja, das hatte ich gerade auch. Haben die sich extra noch vorgedrängelt und alles. Ne, ich habe die extra noch vorbeigelassen, weil ich habe ja nicht gewusst, dass sie da so einen Scheißeck da machen. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich direkt eine Formel. Ich meine, für Windschatten geil. So, ich mich hier richtig ran. Alter, schieb dich! Ich hoffe, ich komme auch rechtzeitig vorbei. Ich muss jetzt nach außen. Um die Kurve anzufahren. Okay, das hat funktioniert. Spät! Ich bin zu spät auf der Bremse. Oh Gott, oh, schieb mich durch an. Ich weiß nicht, wie viel scharf ich bin. Geil, gar keiner. Lol, das hat keine Strafe gegeben. Ich bin einfach geradeaus durch die Schikane gefahren. Ja, nice.
tummelt es sich. Das ist nicht gut. Die ersten Kurven werden gleich kritisch. Verkehr. Oh, hier dreht sich einer. Der hat zum Glück gepostet. Oh Gott. Also entweder hat der vor mir das nicht das geilste Internet, oder der fährt einfach komisch vom Controller. So, lass mich mal vorbei, bitte. Boah, innen überholt. Ja, kannst du mit meiner Lichtstufe kommen. Ich glaube, jetzt entscheidet es sich zwischen Sieg oder Niederlage. Und ob dir einer im Weg steht. Na, ich werde definitiv nicht die schnellste Zeit hinballern. Oh Gott! Ich glaube, der erste ist schon im Ziel. Uff! Mach mal Platz da! Miep, miep. In den S-Kurven überholen. Jetzt wieder Windschatten, Alter. Ich profitiere ich vom Windschatten. So, Audi, husch. Mach, dass du wegkommst. Ich bin Vierter! Vierter. Ich bin Erster. What? Was? Ich bin kein scheiß Erster. Was sind das denn für Lappen? Die schlagen ja easy. Ich bin nur 4 Sekunden langsamer. Okay, was heißt nur 4 Sekunden? Aber ich bin halt double shuttled. Ich hab einfach den Porsche, den Platz weggenommen, den ich überholt habe. Der war jetzt 1,5 Sekunden langsamer als ich. Ja, aber wenn man nicht in die Potte kommt, Alter. Ich wäre sogar noch schneller gewesen, wenn man überlegt, wie ich das auch aufgehört. Ich habe 3 Leute in meiner Runde überholt. Weil ich einfach aufgelaufen bin. Alter, 4. Hätte ich jetzt absolut gar nicht mitgerechnet. Ich wäre so 17. Ich habe so 0 mit dem ersten gerechnet. So, beim 17. habe ich mich gesehen. So, warte mal, ich bin der. Alter, ich bin der 4. Platzierte im AMG und dann kommt erst der 19. im AMG und das war's. Nicht schlecht. So, ich starte mit den harten. Ja, mir läuft noch eine Zeit von 40 Sekunden. Das war not bad. Oder soll ich doch noch auf Mediums? Alter, das wird ja gleich so chaotisch am Start. Ja, eben. Du bist vorne, kannst vorne wegfahren einfach, weil ich stehe mittendrin. Qualifying abgeschlossen. Oh Gott. Noch 10 Sekunden. Ja, komm, ich bleib auf hart. Scheißegal. Ich geh auf Mittel. Nee, Rennanforderungen hart, das passt schon. Das passt schon, ich kann so durchfahren. Was? Da steht, ich hab's gerade erst jetzt gesehen, Rennanforderungen, nur harte Reifen. Man muss nur hart fahren. Scheinbar. Also mittel nicht, ja, dann fahr ich nur hart. Nö, scheinbar nicht. Das hab ich auch erst jetzt gesehen. Wo steht denn das? Normalerweise ist es so, dass man beide Mischungen braucht. Ach, da unten rechts. Reifenanforderungen hart. Ja, okay, dann würde ich sagen, mit Hartreifen fahren und durchfahren, ne? Oder? Mit was startest du jetzt? Ja, mit harten, fahr durch.
Aber ach so. Oder? Du hast jetzt nicht die Mediums. Nö. Oh. Wenn jetzt die Taktik ist, wir starten mit den Harten und können damit durchfahren. Ich muss an die Box. Oh Gott sei Dank. Weil du vorhin hast ja noch gesagt, du willst ja auf den Mediums starten. Ja, hätte ich ja so vorgehabt. Aber ich habe jetzt noch Fahrt gewechselt. Na, dann ist ja gut. Dann kannst du. Was ist das denn für Musik? Ich hab's anhört. Die Champions League hier. Kommt? Die Champions League! Alter, bei mir ist es schon fertig, das wundert mich, dass bei dir auch so gut. Gran Turismo Championship. Ja, das ist die Titelmusik aus Gran Turismo 4. Boah, ist das die Trophäe? Nee, das ist nicht quasi. Gut. Ja, tatsächlich ist es die offizielle. Jo, komm los. Finale. Alter, so was brauchen wir bei unseren Liga-Rennen. Boah, da kriegst du ja richtig Atmosphäre. Leute, es ist ein fliegender Start. Mhm. Okay. Oh Gott, wo starte ich denn? Einige werden in den S-Kurven starten. Als ob der jetzt alle Platzierungen durchgeht. Ja. Als ob. Oh, ne. Das sind 20 Autos. Ich habe keine Lackierung. Sondern der Standardlackierung. Ist ja jetzt beschissen. Wieso hat das jeder hingekriegt, der hier mitfährt, mit einer eigenen Lackierung? Ich nicht. Oder kann das sein, weil das nicht meine Lackierung ist, weil du die hast und ich die nur gespeichert habe? Mhm. Alter, ich weiß, ich bin jetzt bei 9. Ich meine, sowas in unseren Liga-Rennen wäre halt mega geil. Ja. Nochmal die Startaufstellung so durchgehen, weißt du? Auch mit der Musik. Ja, die Musik hat mich jetzt umgehauen, ey. Das war ja jetzt so episch als fuck. Ah, ne, da ist noch ein. Der Arm. Hä, der ist doch 15? Alter, wo die starten? Die starten so weit hinten. Der letzte startet aus den S-Kuchen heraus. Luca Lulli. Switch-Baby. Wenn ich jetzt den Startbug bekomme, dann rast ich aus. Wieso hat er das eigentlich wieder umgestellt, dass ich hier mein Bremsding an und so? So. Renn hart. Ja, fahren wir einfach durch, würde ich sagen. Okay, noch fahre ich. Gott, ich starte in der Schikane drin. Ja, in der Rechtskurve. Boah, das sind sogar die Flieger! Die Flieger sind da draußen! Ey, sieht da so geil aus. Die Atmosphäre hier, die flasht mich aber. So, Hartreifen, die haben mich vorhin gedreht. Oh Gott! Okay, ich fahr jetzt mal gerade aus. Und dreh mich fast. Alter! Die Hartreifen sind ja mal mega hässlich. Was bringt es dir, wenn du jetzt hin und her... Oh, doch wieder ab! Ich bin Dritter. Alter, wenn ich hier... Alter. Das ist ja mega. Wie hast du dann diese Musik-Ding? Dahinter, ich sehe im Rückspiegel, da fahren sie zu viert nebeneinander. Ich will mich verbremsen. Alter, da ist einer... hat eine übel spät gebremst. Ich habe 2 Sekunden nach vorne und 2 Sekunden nach hinten. Das ist gut. Wie lief bei dir?
vor, ich kämpfe gerade mit jemandem um den ersten Platz und der Porsche, ja, der da gerade noch zuguckt, der kommt auch so 10 für 10 ran. Bist du an den Geraden schon durch? Also sind wir gleichzeitig tatsächlich gestartet? Du bist jetzt ein paar Sekunden später gestartet. Ach, später tatsächlich? Ja, komischerweise, obwohl du vor mir dran warst. Okay. Scheiße. Ich bin jetzt schon auf dem Rückweg da. Ja, ich krieg noch eine Sekunde Strafe, weil ich den berührt hab. Weil ich den berührt hab und einen minimalen Stupser gegeben hab. Ach, das gibt's Strafe? Ist klar. Ja. Wie tut das? So viel zum Thema Ausbessern, ne? Hätte ich ja mal gut zu wissen, was das ist, Strafe. Jetzt auch eine Sekunde Strafe. Was ist, wenn das bei dem Gelb leuchtet? Dann zeigt es dir an, das kommt gleich. Also bei dem Vordermann war es gelb. Ja, das zeigt dir dann an, ja, hier kommt gleich die Breakzone. Okay. Ich bin auf jeden Fall rangekommen, ich bin unter einer Sekunde bei dem. Mein Herz ist ein bisschen am Pochen. Aber mir geht krass. Also, der Start war intensiv, aber. Moment. Ja, das ist aber immer so, wenn ich um den ersten Platz kämpfe. Ich kämpfe auf den Platz. Das war zwei. Immer so, egal ob Liga-Rennen oder meine Patches sind. Ich hätte schon wieder eine Strafe. Der handelt sich nur Strafen an. Jetzt muss er wieder langsam fahren. Haha. Ist nicht. Wie viel da bist du? Ein Dritter, hinterm zweiten drückt. Oh, ist doch gut. Der hat eine Strafe. Von 0,5. Und hinter mir habe ich 6 Sekunden Abstand. Geil. Aber der erste ist auch schon 8 Sekunden weg. In dieser Kurve aufpassen, ich mich nicht drehe. Der Rest ist okay. Ja, komm, mach den Switchback und dann komme ich nochmal nach vorne. Na komm. Was ist los? Ja, es wird wohl ein Kampf zwischen ihm und mir werden. Der Porsche, der kommt da nicht hinterher. Oh, der wieder. Der geht langsamer. So, gleich an der Spitzkehre und dann auf dem Rückweg wieder. Nein, du brauchst nicht zu erwarten, dass derselbe Trick nochmal funktioniert. Ein kleiner französischer Feind hier. Haha, wir werden dir keinen Windschatten geben. Aber ich glaube, der reicht noch gleich auf 1,1 Sekunden. Du kannst da so viel hin und her switchen, wie du willst. Ich krieg dich trotzdem. Ich brauche nicht unbedingt deinen Windschatten dafür.
Der wechselt jedes Mal die Spur. Dafür macht er sich das gerade selbst kaputt. Da ist er seine Endgeschwindigkeit, die er verliert. Den zweiten will ich auf jeden Fall noch haben, nee, das ist mein. Oh, dafür er macht einen Fehler! Dafür hat er sich gerade eine halbe Sekunde eingebrochen. Das ist er selber schuld. Ich habe ihn! Ich bin Zweiter! Oh, jawoll, das hört sich gut an. Aber ich bin halt direkt am Arsch. Ich bin Schatten. Aber er geht nicht in den S-Kurven vorbei, ist cool. Ich bin gerade an den S-Kurven und den Kurven vorbei. Gut, dass ich das in dem Moment sage. Der erste ist gar nicht so weit weg. 2,8, das waren vorhin noch 7 Sekunden oder was? Oh nein! Boah, da hab ich aber die Kontrolle verloren. Na, scheiße, aha. Ich habe eine Strafe von einer Sekunde. Du bist weg aus. Also du kannst damit rechnen, wenn du in den 7/10 bist hinter jemandem. Dann bist du im Windschattenfenster. Ich hab die Anbremszone auf die letzten Schikanen komplett verhauen und einfach gerade durchgefahren, hab eine Sekunde Strafe. Schön smooth machen wir das hier. Schön anständig. Oh, langsam schlägt wohl Fuß ein, ne? Wenn man das jetzt nur mit dem Training mitnimmt, ist er die ganze Zeit jetzt schon am Gaspedal. Ja. Ich habe schon 1,5 Sekunden Abstand von ihm. Und wie viel sind es noch bis zum ersten? 5,5. Jetzt sind wir wieder. Sind wir wieder weggekommen. Ja, ich werde dann kämpfst du jetzt immerhin um den zweiten. Ja. Ah, vielleicht macht er noch einen Fehler. Aber jetzt werde ich eine Sekunde Alter, der geht ja voll in die Bremse. Ja, okay, ich hab den zweiten verloren. Ui. Alter, der macht eine Vollbremse. Am Driften an der Spitzkehre. Der macht eine Gefahrenbremsung, macht der. Okay, jetzt ist der vierte auch dran. Ja, mit sowas musst du von solchen Leuten rechnen. Nee, ich meinte das Spiel von der, wegen der Bremszone. So. Wegen der Strafe. Ach so. Okay, hinter mir ist der Mac. Der eine Mercedes, der noch mitfährt. Hm, lässt man jetzt einen Markenkollegen vorbei? Nee. Okay. Dann mal rechts im Schwer. Jo, auf geht's, auf geht's. Ich will nur festhalten, dass er mich geholt hat, ne? Ich nicht andersrum. So, Benz, gib mir Windschatten. Schattenwind. Okay, es wird ein Kampf um die ersten drei Plätze. Wo fährt der? Der fährt mittig auf der Straße rum. Kommt sich links oder rechts vorbei. Ah, der hat um 14. aufgeholt in der Nähe. Wohin fahren die nebeneinander durch? Mann, ich hab schon wieder 13. Ja. Thank you.
Linkskurve, die Rechtskurve, Ist schon geil. Ich glaube, die Leute, die sich für sowas anmelden, fahren auch recht fair, ne? Boah, mehr oder weniger. Ich habe das auch schon oft gehabt, da war das nicht so. Also es kommt, denke ich, auch mal auf deine Rangliste an, wie du bist. Einerseits auf die Rangliste, auf der anderen Seite immer noch auf die Idioten, ob du die kriegst oder nicht. Weil ich habe sogar auf Rang B gehabt. Ich war, glaube ich, sogar kurze Zeit auf Rang A. Und da hast du trotzdem die Idioten, die ich einfach so weghaben. Alter, ich bin so Runde 4 erst. Boah. Welche Runde bist du? Auf Runde 4. Aber nicht am Startziel, oder? Nee, an der ersten Schikane bin ich. An der langen Geraden? Mhm. Das ist ja gar nicht mal so viel Unterschied, also eine halbe. Ja, okay, halbe Runde ist jetzt auch nicht. Ich fahre einfach halt trotzdem alleine die schnellste Runde gerade. 4-3-3 habe ich. In der zweiten Runde hatte ich auch die schnellste Runde, aber die ist jetzt wieder weg. Ah, der vor mir hat eine Strafe. Sehr gut. Schon mal eins sehen wir wieder schneller. Wäre geil, wenn irgendeiner auf Mediums fahren würde. Ich glaube, der Franzose doch dass das der Porsche da zu nah rankommt. So, noch eine Vollbremse vor mir. Ich glaube, so jemand wie Gerard würde das Ding hier komplett dominieren. Mit dem McLaren F1, das er dann am Dienstag benutzt, ist er 10 km schneller. Wusstest du das schon? Was? Ja. Warum gibt es dem so ein Auto? Sag's meiner Freundin, die hat ausgelost. Hä, hey, das kann man doch nicht auslosen, das muss man bestimmen. Ich hab halt. Du kannst doch nicht sagen, wir machen Gerard langsamer und dafür losen wir ihm ein Auto aus. Hä? Was ist das denn? Ja, wir haben halt die eigentlich drei langsamsten. Also, das ist. Achso, der ist komischerweise 10 km schneller auf der Geraden. Fahrzeuge. Passt irgendwie nicht zusammen. Mit dem Lambo hat es anfangs eigentlich schon funktioniert. Ja. Mit dem McLaren hätten Stitch und Skippy mit einem Ding nicht gehabt auf der Strecke im Rennen am Spa. Wäre Gerard nicht vorbeigekommen und ich hätte Gerard sogar noch aufholen können und hätten sogar noch kriegen können. Aber Ding halt nicht, kann man nichts machen, aber 13. schneller, fast 14. 429 habe ich. Okay, erreicht. Das heißt, der ist in einem Überlegeren im Auto, oder wie möchtest du das verstehen? Der ist in diesem Rennen auf einem Überlegeren. Ja, super. Definitiv. Obwohl ich gedacht habe, der wäre nicht so schnell auf der Geraden. Ich wusste es aber nicht. Wahrscheinlich ist der McLaren F1 in Kurvenverhältnissen nicht so schnell. Aber den Kurven kannst du aber nicht holen. Der fährt in die Box. Du tun auch gerade ein paar bei mir. War es der erste, fährt in die Box oder was? Ne, der dritte. Also der vor mir war, ist der dritte. Ja, der war ich auf Mediums. Ja, habe ich jetzt mal eine halbe Minute vorhin, würde ich sagen. Sollte ich mit dem eigentlich. Ich muss nur hoffen, dass es der vor dir macht. Nö, der dritte war das.
Bin ich ja ganz hinterher gefahren. Jetzt musst du aber noch hoffen, dass es der vor dir liegt. Nochmals fast 13 Sekunden schneller. Yay! Das wird noch was hier heute. Dafür muss ich hoffen, dass mein Fuß da jetzt nicht kaputt geht. Mein Fuß kaputt. So schlimm kann es eigentlich nicht sein. Naja, ich habe mir heute noch gut Zeppel geholt. Ich bin am Dienstag Spar mitgefahren. Ey, da hatte ich so Muskelkater in den Waden gehabt. Da war jedes Bremsen eine Qual schon fast. Vor allem, wo es ans Ende hinzuging. Ja, aber was ich werde wahrscheinlich dem Pilot dann sagen, in diesem Rennen, der soll dann die Lobby neu starten. Warum? Na, kein Bock, dass du wieder rausfliegst. Achso, ja, wenn wir das Sprintrennen machen. Ja, genau. Ja, wäre vielleicht schön für euch. Weil ich, also nochmal rausfliegen, hätte ich kein Bock. Ja, ich hatte halt, wie gesagt, dasselbe Problem. Und da haben wir auch gesagt, wenn es so weiterläuft, dann. Nee, ich nehme ja jedes Mal. Weißt du, ich bin jetzt von 4 Rennen, bin ich 2 ausgeschieden. 2x 0 Punkte. Deswegen. Das ist schon bitter. Beim drittes Mal ich eigentlich keinen Bock drauf. Bin noch nicht einmal Gruppe 4 gefahren. Werden dann die ganzen Rennen. Na komm, jawohl, nochmal 6 Zehntel schneller. Werden die ganzen Rennen von denen dann zusammengerechnet, die heute stattfinden? Von den Punkten oder? Ja, genau, das ist quasi eine Meisterschaft und deine Punkte werden dann abgespeichert und das nächste Rennen. Du musst aber halt nicht an jedem Rennen teilnehmen. Das ist alles freiwillig. Naja, aber du hast natürlich die meisten Chancen, wenn du jedes Rennen mitfährst, ne? Ich meine, es ist natürlich doof, dass wir das erste jetzt verpasst haben. In ein paar Minuten. Achso, du meinst jetzt am Tag, meinst du jetzt? Ja, ja. Also nee, das, was wir jetzt heute, also, was noch stattfindet, quasi. Da ist es beschissener, wenn du jetzt so Platz 2 einnimmst, du fährst danach noch ein Rennen, nimmst aber jetzt Platz 3 oder schlechter ein. Dann werden diese Punkte mitgenommen und nicht die vom zweiten Platz. Hä, warum das denn? Weiß ich nicht. Ich habe einmal Nations Cup gemacht, Super Formula, habe das Rennen gewonnen und hatte halt drauf Bock auf ein neues, habe aber nicht so eine gute Platzierung bekommen. Ja, und habe nur diese Punkte. Hä, wieso? Frag mich nicht, das ist Logik von Dosen. Was ist, wenn ich jetzt im nächsten Rennen Erster werde? Dann kriegst du die Punkte vom ersten Platz. Aber ich jetzt nicht riskieren. Aber halt, wenn jetzt in das nächste Rennen, also eine andere Strecke, andere Kategorie quasi. Andere Strecke? Ja, gibt jetzt noch andere Renntage, ist ja klar. Achso, aber heute fährt nur Le Mans. Nee, heute ist nur Le Mans. Wenn jetzt aber an einem anderen Renntag du jetzt fährst, diese Punkte werden halt. Ah. Und das ist jede Woche ist das, oder? Jeden? Genau. Nee. Ja. Ich glaube sogar alle 3 bis 4 Tage. Ich weiß nicht, wann das nächste Mal ist.
bisschen Bock macht das ja schon. Ja, an sich schon. Ist auch ein gutes Training. Und beim, es gibt ja noch einen Nations Cup. Und da hast du immer gewisse Kategorien-Themen. Ich glaube, jetzt ist auch Gruppe 3, ich weiß aber jetzt nicht welche Strecke. Und da ja, kann es mal passieren, entweder haben alle das gleiche Auto oder dann halt gewisse Kategorien. Dann ist es Gruppe 3 zum Beispiel, jeder hat freie Wahl auf dem Fahrzeug, was er benutzt. Es kann auch sein, dass mal kommt, alle fahren Mercedes. Zum Beispiel. Ich habe es zum Beispiel gehabt, einmal mit dem Mini Clubman VGT, also Vision Gran Turismo. Das gab es auch mal. Das hat richtig Laune gemacht. Alle haben dasselbe Fahrzeug gehabt. Und ja. Das ist auch cool. So knapp. Fast im Kies gelandet. Langsam lässt die Konzentration nach. Nur bei mir lässt die jetzt vielleicht nicht nach, weil die kommt jetzt irgendwie so, aber ich werde halt jetzt nicht. Also ich werde ruhiger, aber ich werde nicht schneller. Ja, ruhiger werde ich auf jeden Fall dadurch, da ich nach vorne 7 und nach hinten 6 Sekunden habe. Deswegen, also das jetzt schon seit fast 2 Runden. Bloß jetzt nicht irgendwie kaputt machen. Will ich muss auch nicht in der letzten Runde versauen. Nee, du hast Platz hin. Ah, eine 4-3. Alter, jetzt wäre ich fehleranfällig, ich merk's. Ich bremse mal später. Komm, Lukas, halt die letzte Runde noch durch. Ich bin noch nicht mal in der letzten Runde. Ja, aber du bist gleich in der letzten Runde. Wir fangen jetzt in die Schikanen ein. Alter, 4,2 ist der jetzt noch hinter mir. Scheiße. Also ich will mich ablenken. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Na, eine halbe Sekunde Strafe habe ich bekommen. Oh! Oh! Fuck! Fuck, 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 fuck! Ich habe Scheiße gebaut. Ich bin 1,5 Sekunden langsamer, warum auch immer. Und ich habe noch 1/2 Sekunde Strafe. Fuck, 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 fuck. 2,5 Sekunden Abstand zu dem Franzosen. Der hat die Box gefahren. Der Vierte ist die Box gefahren, der hat Mediums! Wer? Der Vierte, der hinter mir war! Komm, komm, Gas, 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 Gas. Ich will nicht, dass er in das Sekundenfenster kommt. Du bist noch Erster? Ich bin noch Erster. Alter. Aber holt auf, er holt auf. 1,8. 1,7. Gleich. Boah! Da kam mir fast die Karre rum. Boah, fuck ey, unter 2 Sekunden ist der. Auf der Geraden und du siehst, wie der Abstand schmilzt. Ja, was ist das denn? Für den Tropfen Wasser. Was? Hast du Scheiße gebaut? Nein. Aber ich verliere immer mehr Zeit auf den hinter mir. Also du bist noch Zweiter. Ich bin tatsächlich Zweiter. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin Dritter, aber ich bin Zweiter. Wir kommen, halbe Runde ist es noch. Du bist jetzt wahrscheinlich an der Spitzkehle. Ich bin jetzt Anfahrt auf die zweite Schikane. So. Ich bin jetzt in der zweiten Schikane. Ich habe halt 1,3 Sekunden. Ich hab mich fast voll gedreht, ey.
auch persönlich Beste. Kann ja schon mal nicht so schlecht sein. Der ist einfach 10 Sekunden weg. Jawohl, komm. Die letzte Mama fliegt. Er kriegt die letzten Kurven. Zwei Kurven sind es noch. Und da ist die Zielflagge. Felix Brugner gewinnt das Rennen von Le Mans. Oh. 2 Sekunden auf Team 02D Martin Ferreri. Alter, wie viel Abstand haben wir denn auf den dritten schon? Es läuft immer noch, läuft immer noch. Es läuft immer noch nichts. Immer noch keiner im Ziel, außer nur wir beide. Neununddreißig Sekunden auf den dritten! Ich bleib ziemlich vorsichtig. Bin Zweiter! Uhaha! Jawohl! Glückwunsch. Boah. Und 19. Abstand. Ja. Aber ich habe die letzte Schikane auch echt Sicherheit genommen. Erfolg, Pole Position ist Stufe 3 abgeschlossen. Pole Position, schnellste Runde und Rennsieg. Komm, zeig an. Ja. Pole Position, schnellste Runde und Rennsieg. Ja, zeig mir die 3 Sterne an, los. Ja, was bist du denn für ein Killer, ey? Pole Position, schnellste Runde und Rennsieg, jawohl. Bei mir sind es immer noch nicht alle. Bei mir ist jetzt der 7. im Ziel. Also der 6. ist im Ziel. Der 7. jetzt. Überleg mal, 40 Sekunden auf den Drittplatzierten bei mir. Auf was kommen die Leute für Ideen, frage ich mich. Alter, es sind... Also bis Platz 15 sind alle DNF'd. Ne, stimmt nicht mal. Platz... 14, nee, 13 ist DNF'd, 11 ist DNF'd. Also ich, nur 10 Leute sind ins Ziel gekommen, so wie es aussieht. Zweiter. Der Porsche lief hier aber scheinbar echt gut. Ich habe 37 Punkte verdient. 3, 4 und 6. Wie viele Punkte hast du bekommen? Ich habe jetzt 43. Ich habe 37. So. Und wo ist das nächste? Das ist Nations Cup am 15. Das ist ein Samstag. Ne? Donnerstag, Freitag, Samstag, ja. Am Samstag ist in Suzuka Nations Cup mit Gruppe 3. Freie Fahrzeugwahl. Meinst du, es lohnt nicht, jetzt hier wieder mitzufahren? Nee. Du's nicht. 20:40 Uhr, das sind 30 Minuten, Alter. Ich meine, da passiert jetzt nichts außergewöhnlich anderes, ne? Boah, aber ich denke mal, du wirst nicht nochmal mitfahren. Nee. Aber wann ist das nächste Mal? Kalender? Gut, dann ist so. Ach, das ist der Nations Cup. 21. Nee, Quatsch, das ist ja schon her. 16. Das nächste ist Sardegna Strecke C, also die kleine Variante mit Gruppe 4, am 19.05., also in einer Woche.
Danach Tokyo Expressway. Nürburgring 24 Stunden. Laguna Seca, Spa, Sadegna Strecke A. LD Snooze ist auch schon gefahren, hat 134 Punkte. Was? Wo hat er die denn hergeholt? Der ist die ersten drei Rennen mitgefahren schon. Ich denke mal, er fährt nachher auch nochmal. Aber keine Ahnung. Aha. Punkteliste. Freunde Rangliste. Dann hat er das bei dem ja dupliziert. Weil bei dem hat er das ja dann das zusammengerechnet, die Runden. Nee, nicht multipliziert. Ach so, wir sind in Runde 4 mit Le Mans. Genau. Ah. Kaderrangliste. Wo bin ich denn auf der Welt? Was so war ihr Rang? Ah, hier siehst du, bei wenn du A+ Rang bist, kriegst du haufenweise Punkte. A+ Rang, ja gut, ich bin jetzt B. Da kriegst du einmal 255 Punkte, 128 Punkte. Das ist heftig. Ich glaube, das geht nicht. Ich habe hier auch unten rechts was bekommen. Pole Positions. Erreiche 20 Mal Pole Position. Unfallfreie Rennen 15 Mal erreichen habe ich bisher noch 4 Mal geschafft. Okay. Interessant. Mir neu. Was fehlt mir jetzt noch hier? Die unfallfreie Rennen. Anzahl an Fotos. 1000 Fotos musste ich schießen. 539 habe ich bisher gemacht. Ist ja Anzahl nix. An Foto-Likes. Erhalten Erfolgsbonus auf Likes auf Basis der Anzahl an Likes, die so anderen schenken. Ja gut, das dauert noch ein bisschen. Ansonsten Driftpunkte. Insgesamt 1.000.000 Driftpunkte erzielen. Ja gut. Dauert auch ein bisschen. Ich glaube, ich habe 0. Wo siehst du die ganzen Errungenschaften überhaupt? Bei dir auf dem Profil, auf Erfolge. Siehst du auch, glaube ich, im Hauptmenü, wenn du jetzt da, also ganz draußen bist im Hauptmenü, unten rechts steht es, glaube ich. Ja, ich bin schon drauf. Dafür habe ich ja gar nicht. Spielzeit. 61 Stunden ist ja nix. Ich denke mal, zur Spielzeit gehört auch einfach nur Luck-Editor und sowas, ne? Unter anderem. Also wie viel Driftpunkte hast du? 500.000, glaube ich, irgendwas. Das ist ja schon Stufe 2 durch. Ja. Weiß ich, wie viel Driftpunkte ich hab. Jetzt kommt's. Null. Null. Okay. Unfallfreie Rennen 0, was soll das? Hä? Wieso habe ich 0 unfallfreie Rennen? Das kann ja nicht sein. Ich verstehe das nicht.
Was fällt denn unter Unfall frei? Ich glaube, wenn du wirklich ohne Kollision irgendwo dran gehst oder sowas. Preisgelder. Zurückgelegte Distanz wäre auch ganz lustig. 9000 Kilometer. Ich habe 3 Benachrichtigungen. Ach so. Lol. Wollen wir Minecraft spielen? Ja, können wir noch eine Runde machen. Ja? Ich will hier gerade eine Gucken herstellen. Dann mache ich bei mir nämlich jetzt hier erstmal aus.